ist wieder soweit. Heute gibt es wieder Zuschauerpost und zwar ein Paket vom Oli E. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was sich darin befindet. Ich finde es toll, dass ihr dabei und interessiert seid. Und jetzt packen wir es zusammen aus. So. Aha. Papier, einfach Papier. Und wie schön, ein Brief. Und mein Lieber. Tja. Ein zweiseitiger Brief. Das ist mal ein Brief, Leute. Starten wir gleich mal. Hallo Andi, hoffe es geht dir gut. Und wie läuft's bei dir? Du wirst dich sicherlich wundern, warum ich dir dieses Päckchen schicke. Es soll einfach ein kleines Dankeschön für deine ganzen tollen Videos sein. Denn jeder, der sondeln geht, weiß, was es für Zeit und Aufwand mit sich bringt. Der Dank geht selbstverständlich auch an all die anderen Sondelsüchtig, Zugsteiner, Bayern-Sondler, PSO, Zim, Subterra Bayern, German Treasure Hunter, Lord Yellow, Duck Digger, Preußen-Sondler, Sondelpower, Sondelgänger, Bavarien-Schlösser, B.O.B., Sondel die Waldfee, Sonic's World of Adventure, Detection, Attila, Gebrüder Lange, Mad Evil Treasure, Chillout Munich, Quartermain Detecting, um nur ein paar Namen zu nennen. Ihr zeigt durch eure klasse Videos einfach, wie toll dieses Hobby sein kann bzw. ist. Mir ist aufgefallen, dass in vielen Videos der anderen bei gewissen Funden dein Name fällt und Grüße an dich gehen. Deshalb hielt ich es für das Richtige, das Päckchen hier zu schicken. Denn so weiß ich wiederum, dass das Dankeschön bei den meisten der Genannten auch ankommt. Hab die paar Sachen zum Verzehr. Nützliches fürs Sondeln und selbstverständlich und auch ein paar Funde von mir, die bei dir bestimmt besser aufgehoben sind als bei mir. Wünsch dir für die Zukunft nur das Beste, mach weiter so und allzeit gut Fund. Grüße aus Sachsen, wünscht der Olli E. Ha, Olli, was für ein langer Brief. Vor allen Dingen auch mit den Grüßen an all die anderen, die das ja wohl jetzt mitbekommen haben. Allerdings natürlich nur, wenn sie es angeguckt haben, ne? Beziehungsweise angucken das Video. So, und jetzt geht's ans Auspacken. Ich bin schon sehr gespannt. Jetzt fangen wir an. Jetzt geht's los. Und wir fangen... Womit fangen wir denn an? Oh, mit der Penunse. Money makes the world go round, the world go round. Klasse. Die liebe ich, ja. Diese Schoko-Taler. Super. Dann geht's weiter. Schoko and more. Crispy Hazelnut. Sehr schön, auch sehr lecker, denke ich mal, boah, was da noch alles drin ist, ich glaub's ja nicht. Schaut euch das an, da fällt mir gar nichts zu ein. Oh, cool. Wow, richtig genial. Die sind ja schön. Boah, das sind ja echt edle Handschuhe, Mensch, hier oben mit Klettverschluss. Wow. Da kannst du ja die vergessen, die ich so habe. Hammer. Oh, und passend wie angegossen. Junge, Junge, schaut euch das an. Auch nicht so einfach, ne, bei deinen Händen. Ja. Klasse, Mensch, super. Also da freue ich mich sehr drüber. Kann man auch, wie gesagt, immer gut brauchen. Und hier ein paar Funde von ihm. Und zwar ein zwei sehr schöne Koppelhaken sogar. Mit einer Krone drauf. Noch ein Koppelhaken. Einfacher Art. Und hier ein wunderschöner alter Knopf. Ebenfalls mit Krone. Super. Vielen Dank.
Ja, und jetzt geht's weiter. Mein Herz lacht. Also, dann machen wir erstmal das hier. Oh, Knusperflocken. Flockige Knusperflocken. Lecker, lecker, lecker. Super. Oh, ein Buttermandelstollen. Andreas möchte abnehmen. Ja, aber erst nach Weihnachten, erst nach Weihnachten. Ein lecker Stollen. Kann man auch nicht meckern. Und das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Nippon. Boah, habe ich das schon lange nicht mehr gegessen. Lecker. Voll lecker. Habe ich ganz vergessen eigentlich. Ist ja irre. Da freue ich mich auch total drüber. Klasse. Joi, und jetzt geht's weiter. Ach, du grüner Zwerg. Ich sehe schon. Ich glaub's ja nicht, Olli. Da bräuchte ich dich auch nicht besuchen, weil ich nämlich meine geliebten Ehringe nicht finde bei dir. Warum? Weil du sie mir geschickt hast. Ach. So, dann wollen wir die hier mal hinlegen. Und was für schöne Exemplare. So, Junge. Sag mal, du hast ja da mindestens genauso viel Glück wie ich beim Finden. Mit dem Eisenring, das hört gar nicht mehr auf. Aber lieber Olli, eins muss ich jetzt noch dazu sagen. Ich werde die natürlich jetzt nicht alle hier an die Wand hinter mir aufhängen. Aber hey, das werde ich machen. Und die anderen, die kommen an mein Limo-Gate. Das zeige ich euch dann auch noch. Es hört gar nicht mehr auf. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 20 Eisenringe. Nochmal ein Säckchen von Abenteuer-Schatzsuche. Mit gut Fundbeuteln. Das ist ja auch prima. Ja, liebe Freunde, das war's für heute. Ihr seht es ja. Ich muss das mal anders hier drapieren. Das Messer natürlich nicht. So, da bin ich ja wieder reich beschenkt worden. Mehr kann ich nicht sagen. Lieber Olli, hab herzlichen Dank für deine Zuwendung, für deine Geschenke. Und für deine natürlich Wertschätzung mir, uns gegenüber, auch der Gabi, die zwar nicht sehr oft dabei ist, aber im Geiste immer. Also, muss arbeiten. Ja, einer muss das Geld einkaufen, das ist klar. Und das bin glücklicherweise nicht ich. Ja, wie gesagt, Olli, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr. Ich wünsche dir auf alle Fälle eine sehr, sehr angenehme, schöne, ruhige, vor allen Dingen friedliche Vorweihnachtszeit, ein noch viel, viel friedlicheres und schöneres Weihnachtsfest und damit verbunden etwas später natürlich auch noch einen guten Rutsch. Aber das wünsche ich natürlich allen meinen Followern, allen meinen Begleitern und dazu gibt es dann später, also in 1, 2 Wochen glaube ich, auch nochmal ein Video. Da gibt es dann auch nochmal eine kleine Verlosung, aber dazu später. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei den Zuschauern. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wir sehen uns in Kürze. Macht's gut. Euer Sonnenlandi. Tschüss. Ciao. Danke. Ein kleiner Nachsatz, Olli. Ich hab's erst jetzt gesehen. Das ist ja ein Hortfund. Ja. Allererste Sahne. Und ganz ohne Detektor. Stimmt eigentlich. Super.